Okay, es geht weiter. Also, was habe ich bei dieser komischen Drachenstatue gefunden? Es waren zum Beispiel. Zuallererst mal das hier. Energiesamen füllt TP nach dem Kampf etwas auf. Das habe ich da gefunden. Und da habe ich noch ein paar Ausrüstungsgegenstände gefunden, wie Schutzwappen, aber das habe ich von Gegnern bekommen, ja. Wo ist das denn? Saiyajin Geist habe ich auch bekommen. Warte, wo habe ich das denn bekommen? Saiyajin Geist? Ach, das habe ich schon längst bekommen. Ach ja, eine Sache noch zum Anmerken. Wenn ihr wieder bei der Schlangenprinzessin seid, ihr wisst ja im Jenseits, und in einem Zimmer seid, geht unten links, da gibt es ein Konterarmband, habe ich erst letztens gefunden. Wollte ich nur kurz anmerken für die Leute, die alles haben wollen, also 100%. Schicksalsgötter habe ich da gefunden. Du kannst manche Objekte benutzen, ohne sie zu verbrauchen. Okay, und Popos Turban habe ich gefunden. Drachenzorn habe ich da gefunden. Ermöglicht einen Konter gegen einen gegen Gegner. Hohe Erfolgsaussichten. Klingt ja geil. Und Brollys Kette. Also, wenn ich das jetzt machen würde, würde Son Goku der stärkste Kämpfer in diesem ganzen Spiel sein. Aber vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was hier drin ist, aber seid Vorsicht. Also, ich habe schon das alles gemacht, was da alles ist. Das Wichtigste, was da ist, was man da finden kann, ist nur das hier. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Olongs Geldbeutel. Das ist das Einzige, was da man findet. Und Saiyajin Geist. Ach ja, Saiyajin Geist findet man auch da in diesem Gebiet. Saiyajin Geist, das füllt euch eure Zornanzeige, nein, füllt eure, erhöht eure ganzen Statuswerte, wenn ihr im ganz nah am Tode seid. Aber ich gehe euch noch extra rein für euch, um alles zu zeigen. Die Schatztruhen werdet ihr selbst alle finden, das ist kein Problem. Also hier war eine Schatztruhe, unten rechts beim Parkplatz war eine Schatztruhe. Oh, wieso kommen jetzt keine Gegner? Ach ja, ich habe diese komischen Sandalen hier an. Ich zeige euch mal schwarzes Karate-Outfit. So. Hier oben war eine Truhe, glaube ich auch. Hallo, jetzt kommen auf einmal keine Gegner oder was? Hier war eine Truhe. Hier ist einer von den Gegnern, die es hier gibt. Wenn die Gegner jetzt noch nicht alle kommen, dann zeige ich das euch beim finalen Kampf gegen Vegeta. Stirbst du jetzt verdammt nochmal? Die Gegner halten hier viel aus, also hier habe ich auch trainiert, um gegen Broly zu kämpfen. Hier kann man locker 9000 Erfahrungspunkte bekommen, wenn man gegen eine spezielle Gruppe von Gegnern trifft. Es gibt eine Gruppe von 9 Saibamen, also Pflanzenkriegern. Also da links war eine Schatztruhe, da war der Saiyajin Geist. Ich kämpfe einfach nochmal gegen ihn. Kein Problem. Ich zeige den Kampf einfach nochmal. Die ganzen Gegner werden sowieso jetzt nicht mehr kommen. Und ich habe jetzt gar keine Lust, jetzt alle rumzugehen, um alle Kämpfe zu zeigen. Ihr werdet doch selbst sehen, was für Kämpfe das hier geben wird. Und Level up, so. Und so. Ach, ich freue mich schon gegen Vegeta. Jetzt leben die alle wieder. Und hier gab es eine Schatztruhe. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Gegner, also die jetzt man hier finden kann. Zum Beispiel den hier und den hier. Und noch ein paar andere Gegner. Die werdet ihr auch selbst schon herausfinden, welche das sind. Die Z-Memos habe ich nicht alle gefunden, schade, aber. Und ja, wie ihr seht, ich habe alles komplett, alles maximal bei jedem. Und ja, ich habe alles auf maximal gehabt, um gegen Broly zu kämpfen. Das bringt auch was, hat man ja gesehen, die Riesen-Genki-Dama. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir sehen uns beim letzten Bossfight. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Und ach ja, was man auch bei der östlichen Seite, also von der östlichen Stadt, wie heißt hier östliche Hauptstadt, was man östlich sehen kann, was man finden kann, meine ich eher, kann man dann Sensepune. Ja, das war eigentlich alles. Und jetzt rüste ich mal Son Goku damit aus, weil ich will einfach Vegeta damit zerstören, dass er alle Menschen auf der östlichen Hauptstadt alle getötet hat, der Hurensohn. Okay, jetzt kommt.
das Ultimative. Ich werde Son Goku so hochpowern. Ja, jetzt wirst du Vegeta vernichten. Und deine Genki-Dame wird sehr, sehr stark sein. Hä? Wo zum Teufel soll ich hin? Ah, okay. Gesaltödnis war das ja. Okay, jetzt kommt zum letzten Gefecht. Habe ich alles gezeigt? Karate-Outfit? Ja. Brolys Kampf? Ja. Ja, das habe ich gezeigt. Und die östliche Hauptstadt. Auch nicht alle Kämpfe, aber wie die Leute, die das schon gespielt haben. Oder es gibt auch bestimmt mal andere Let's Player. Frog Plasma Let's Play oder so heißt er vielleicht. Und macht auch dieses Let's Play. Wenn er an dieser Stelle ist, könnt ihr auch bei ihm nachschauen. Also bei mir habt ihr jetzt das gesehen, was da ist. Und jetzt kommt der letzte Bossfight. Letzte Bossfight. Wenn wir weitergehen, können wir nicht mehr zu umkehren. Bist du bereit? Ja. Ich werde dir so doll in den Arsch treten. Kein Sound? Wieso? Wieso ist da kein Sound? Vegeta! Warte mal, wieso ist jetzt Vegeta da? Du! Worauf wartest du noch? Keine Lust mehr zu kämpfen? Hast du Angst gekriegt und planst jetzt deine Flucht? Niemals! Zeit, mein Glück zu versuchen. Überlass das mir. Okay, wieso aber trotzdem kein Sound? Son Goku, tut mir leid, dass wir uns immer so auf dich verlassen. Stirb uns bitte nicht weg, du bist mein bester Freund. ABF und so, keine Sorge. Son Gohan, wenn ich das überlebe, gehen wir zusammen mal angeln, okay? Yeah, okay. Los, los, los. Du hast also erkannt, dass es sinnlos ist zu fliehen. Ja, für dich eher. Machen wir mal einen kleinen Ortswechsel. Wie du willst, das ändert auch nichts. Ja, kleiner Ortwechsel, ist klar. Okay, ich muss mal einen Ausrüstungsgegenstand hier ausrüsten. Wo ist Shenlongs Segen? Shenlongs Segen, wo ist das denn? Da. Das muss ich ja kurz ausrüsten, wegen den ganzen Gas da. Und den ganzen Truhen werde ich auch öffnen, keine Sorge. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das wusste ich gar nicht. Max. Och, danke schön. Ich habe davon ja nicht genügend. Die Pflanzenmänner zeige ich auch noch kurz. Die letzten Kämpfe vor, bevor ich Vegeta töte. Und wie ihr gerade gesehen habt, den Schaden. Und ich bin auf Level 80. Vegeta, dein Leben hat keinen Sinn mehr. Oh, dein Leben hat keinen Sinn mehr, Junge. Shenlong-Schuppe. Das haben wir auch schon einmal gesehen. Seht ihr, die Gegner kommen gar nicht mehr, weil die Angst haben. Ach komm, die ganzen Pflanzenmänner zeige ich einfach mal. Ach, denkst du, du triffst mich jetzt oder was? Ey, Vegeta wird nur ein Witz sein von einem Gegner, wenn ich schon den Secret Boss hier besiegt habe. Hallo? Hallo, ich habe Secret Boss besiegt. Was wollen die? Okay. Ey, davon habe ich so viel. Ich brauche das nie mal zu benutzen. Erholungskapsel. Jetzt rein. Ach, jetzt muss ich noch die ganzen anderen Schatztruhen. Drachenpulver. Das haben wir auch schon gesehen. Das erhöht Zornanzeige oder so. Tänzerbohne. Und keine Zufallskämpfe. Gut so. Super heiliges Wasser. Hey! Wieso kommt ihr eigentlich? Warum kommen keine anderen Gegner? Wie, du bespuckst mich? Ey, ich hab da eine geile Idee. Warte mal, ich hab da eine geile Idee. Ach, ich bin so bösartig. So. Ich hab da eine geile Idee. Sehen wir mal, ob die jetzt funktioniert. Es soll jetzt ein Zufallskampf kommen. Komm, ein Zufallskampf muss noch kommen. Okay, gegen dich. Jackpot, okay. Ich will mal was sehen. Ich will mir mal was ansehen. Wie viel Schaden ich jetzt mache bei ihm. Ach, das wird geil. Das wird geil. Hey, du solltest dich geehrt fühlen. Nur wenige niedere Krieger wie du dürfen sich mit einem Super-Elite-Kämpfer messen. Und ich weiß, ich kann nicht lesen, also keine Kommentare wegen meiner Lesekunst. Saiyajin werden bei der Geburt auf ihr Potenzial als Krieger geprüft. Wer wie du einen niedrigen Wert hat, wird auf Planeten mit geringem Widerstand geschickt. Mit anderen Worten, du bist minderwertig.
Ach, wirklich? Deshalb wurde ich zur Erde geschickt? Ich sollte dafür dankbar sein. Aber selbst ein niedriger Krieger kann vielleicht einen Super-Elite-Kämpfer übertreffen. Wenn er sich anstrengt oder eine Broly-Kette hat. Richtig. Hey, das nicht lache. Ich zeig dir mal die Mauer, die du nicht überwinden kannst. Das erinnert mich an Massiv. Eine Wand, die man nicht zerbrechen kann, so sehr du dich auch anstrengst. Ja, Leute, ihr werdet jetzt sehen, was ich mit ihm mache. Los, los, Vegeta, zeig mir, was du drauf hast. Was ein Elite-Kämpfer drauf hat. Super Elite-Kämpfer, ne? Ach komm, jetzt Genki-Dama. Betriss mich. Oh, oh, ein Schaden. Oh, Jackpot und null Schaden. Was ist los, Kakarot? Du kannst doch besser. Ach, das wirst du sowieso sehen, was ich gleich mit dir mache. Das ist nicht der Kakarot, der Nappa besiegt hat. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Er meint es ernst. Er hat noch nicht mal richtig gekämpft. Du auch noch nicht. Und ich bin jetzt schon im Tempo und können deklassiert, okay? Ey, komm jetzt, triff ihn. Ja, jetzt. Jetzt, komm. Sei zerstört. Riesen Genki-Dama, jetzt komm. Bams. Was machst du jetzt? Ich fasse diesen Typen nicht. Dennoch, das ist sowas von aufregend. Mir egal, wie gefährlich es ist. Du lächelst? Hast du aufgegeben? 27.000 Schaden. Oder bist du fähig? Bist du fähig, noch härter zu kämpfen? Schätze, mehr bringst du nicht. Nun, hier ein kleines Geschenk, bevor du stirbst. Die volle, überwältigende Kraft eines Elite-Saiyajin-Kriegers. Zeig es mir. Hehehe. Das Grinsen wischt dir aus dem Gesicht. Ha! Ich bin Vegeta. Schön finde ich, dass du Vegeta heißt. Aber Broly hatte noch viel mehr drauf als du. Noch viel, viel mehr. Meteor-Kombination mal. Hochgenommen, Digga. Du hast Alpha keine Chance mehr gegen mich. Huh. Ach, der Schaden ist mal erbärmlich. Nein! Seine Stärke ist größer als meine. Ach, Mann, er ist zäh. Ich fasse es einfach nicht. Digga, Son Goku, du hast alle deine Lebenspunkte. Was willst du noch? Ich fasse es einfach nicht. Ich bin ein Elite-Krieger. Ein niederer Saiyajin kann mich doch nicht besiegen. Ich bin der größte Kämpfer im Universum. So ein Lügner. Er hat Freezer vergessen. Okay, 81. Ach, das wird seine Niederlage noch verschmerzen und verschönern. Und was willst du jetzt machen? Nein! Wie? Wie kann Kakarot stärker sein als ich? Ich habe trainiert. Ich bin doch ein Super-Elite-Kämpfer. Dieser niedere Schwächling. Ich bin der Beste. Ich bin der stärkste Saiyajin. Wer hat dir das nur erzählt? Ich muss nur noch zum Werfen werden, um ihn zu zermalmen. Bald werde ich den Schrecken meiner Transformation erleben. Deine Transformation kannst du sonst wohin stecken. Diese Ratte. Wir kamen an einem Vollmondtag, um den Planeten schnell zu bezwingen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich transformieren müsste, um ihn zu besiegen. Was für eine Blamage. Digga, Mann, dein Wehraffe kann nichts gegen meine Genki-Dama. Also, psst. Einfach so, psst. Und dann hast du, seltsam. Der Mond müsste längst aufgegangen sein. Nee, Vegeta, Piccolo hat ihn längst zerstört. Richtig. Natürlich, nicht zu fassen. Er hat es getan. Kakarot hat tatsächlich den Mond zerstört. Niemals, das war Piccolo. Du Lügner. Du einfacher Lügner. Er sagt einfach so, Kakarot. Nee, mein Ki wird etwas sinken, aber mir bleibt keine Wahl. Ja, los, mach dich zum Werfen. Komm, komm, zeig doch, Werfe. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Wohohoho. Yeah. Da kommt er. Oberkörper frei für die Frauen. Ich werde wohl die Genki-Dama einsetzen müssen. Das hast du schon. Hoffentlich bleibt mir Zeit, mich zu konzentrieren. Du findest es wohl sehr schlau, dass du den Mond zerstört hast.
Aber noch hast du nicht gewonnen. Hä? Den Mond? Was redest du denn da? Hey, stell dich nicht dumm. Weißt du, weshalb wir transformieren, wenn wir den Vollmond sehen? Ihr habt das Affenblut in euch. Transformieren? Transformers? Optimus Prime. Jeder weiß, dass Mondlicht reflektiertes Sonnenlicht ist. Aber nur, wenn das Licht der Sonne auf den Mond trifft, entstehen Blutzwellen? Schreibt man das richtig so? Blutzwellen? Also mit Z? Beim Vollmond steigen die Blutzwellen über 17 Millionen Xenon. Xenon ist eine Maßanzahl? Wenn man Blutzwellen von über 17 Millionen Xenon durch die Augen absorbiert, reagiert das Schwanz und die Transformation beginnt. Eine Erektion beginnt. Im Universum gibt es viele Monde unterschiedlicher Größen. Doch unabhängig davon erreicht nur ein Vollmond die benötigten 17 Millionen. Trotzdem, manche Saiyajin können eigene kleine Vollmonde erzeugen, die für den nötigen 17 Millionen Xenon sorgen. Man kombiniert einfach den Sauerstoff aus der Luft mit diesem Powerball. Tut mir leid, dass du warten musstest, Kakarot. Es ist an der Zeit für dich zu sterben. Bald bereust du es, mit einem Super-Elite-Kämpfer aufgenommen zu haben. Hahaha. Sobald er das seltsame Licht verursacht hat, ist sein Ki gesunken. Warum verbraucht er so viel Energie? Ich verstehe das nicht. Sein Schwanz war immer grau. Was? Sprengen und blenden. Gah! Was ist das? Was hat er getan? Du wirst noch bereuen, den Schwanz verloren zu haben, Kakarot. Transformation. Und das sieht er nur bei meinem Let's Play. Es ist nicht mal weit bis zu Kamehaus. Halte durch, Son Gohan. Okay. Was zum? Ich spüre ein gewaltiges Ki. Es wird stärker. Das ist doch nicht Papa, oder? Das müsste er wohl. Nein, dieses schlechte Gefühl muss von den Saiyajin ausgehen. Es ist so stark. Was ist da los? Papa! Ich gehe zurück. Was, du meinst zurück zu Son Goku? Er hat Schwierigkeiten. Ich spüre es. Wenn ich nicht zurückgehe, dann stirbt er. Aber der Kerl ist so stark. Wir können nichts tun. Ich weiß, aber ich muss gehen. Warte, Son Gohan, ich komme mit. Wer Affe? Dün, dün, dün. Nein, das ist unmöglich. Aber wirklich? Nein, wir sehen uns im nächsten Part.